2016 eingegangen im Auswärtigen Amt am 8. April 2016 hat die Republik Türkei ein Strafverlangen hinsichtlich des Moderators Jan Böhmermann wegen dessen Sendungsabschnitts über Präsident Erdogan gestellt. Gesetzliche Voraussetzung für die Strafverfolgung des speziellen Delikts der Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten ist eine Ermächtigung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat dieses Ersuchen entsprechend der Staatspraxis geprüft. An dieser Prüfung waren das Auswärtige Amt, das Bundesjustizministerium, das Bundesinnenministerium und das Bundeskanzleramt beteiligt. Es gab unterschiedliche Auffassungen zwischen den Koalitionspartnern Union und SPD. Im Ergebnis wird die Bundesregierung im vorliegenden Fall die Ermächtigung erteilen. Nee, was heißt Problem? Wir mussten unser Fahrzeug umsetzen, weil wir die letzten Male, hallo Ali, weil wir die letzten Male unser Fahrzeug immer drüben geparkt hatten. Und da gab es ja eigentlich auch kein Problem. Jetzt hieß es plötzlich, wir müssen es alles umparken, was natürlich bedeutet hat, wir müssen alle Kabel wieder lösen, alles neu aufbauen. Bei dem Dreck macht es halt keinen Spaß. Ich würde sagen, es ist schon so ein Stückchen weit Gängelei, um die Veranstaltung auch nicht so richtig in Trab kommen zu lassen. Da aber das Wetter eh erstmal scheiße war und das Wetter jetzt langsam besser wird, finde ich es eigentlich auch ganz okay, wenn wir eine halbe Stunde später anfangen. Warum sollte denn die Polizei da? Ich denke mal, das hat wesentlich damit zu tun, dass heute ja auch Kanzlerin Merkel eine Pressekonferenz gegeben hat, in der sie gesagt hatte, dass Böhmermann, der Anzeige von Herrn Erdogan gegenüber Böhmermann, dass die rechtmäßig ist und dass deswegen ermittelt werden soll. Und eigentlich hatten alle erwartet, dass genau das nicht passiert und sind natürlich schockiert. Klar hat die Kanzlerin gesagt, Paragraph 103 soll irgendwann abgeschafft werden, die Majestätsbeleidigung. Aber nichtsdestotrotz, momentan ist er geltendes Gesetz und sie übergibt Böhmermann quasi letztendlich dieser Rechtsprechung, die natürlich dann auch dazu führen könnte, dass ein Herr Böhmermann eine drastische Strafe bekommt. Viel wesentlicher ist aber, dass natürlich ganz viele Menschen, die sich's nicht leisten können, hohe Strafbefehle zu bezahlen, natürlich sich jetzt erst recht nicht trauen, irgendwas in der Art zu machen. Insofern ist es nicht nur vorauseilender Gehorsam, was hier passiert, was auch das ZDF bereits getan hatte, sondern ein Stückchen weit genau das, was wir so traurig finden, dass Kunst und Kultur in ihrer Freiheit wirklich beschränkt wird. Und das schockiert und ist traurig. Steinmeier und Maas haben sich heute distanziert. Ja. Findest du das? Habe ich heute noch gar nicht mitbekommen, weil ich war nur mit der Demo beschäftigt. Die Bundesregierung hat heute entschieden, dass die Ermächtigung zur Strafverfolgung gemäß § 104a Strafgesetzbuch erteilt wird. Beteiligt an dieser Entscheidung waren das Bundeskanzleramt, das Auswärtige Amt, das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und das Bundesministerium des Innern. Das war eine schwierige Entscheidung. Für beide Alternativen gab es gute Gründe. Die SPD-geführten Ressorts haben nach sorgfältiger Abwägung gegen die Erteilung der Ermächtigung gestimmt. Wegen der Stimmengleichheit entschied die Stimme der Bundeskanzlerin. Wir sind der Auffassung, dass die Ermächtigung zur Strafverfolgung gemäß § 104a Strafgesetzbuch nicht hätte erteilt werden sollen. Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit sind höchste Schutzgüter unserer Verfassung. Wir erleben in diesen Tagen eine heftige Debatte über die Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit und ihre Grenzen. Die Diskussion darüber, wie wir in Deutschland unser Zusammenleben gestalten, wie wir Freiheit schützen und wo mögliche Grenzen liegen, ist wichtig. Ob eine Strafverfolgungsermächtigung erteilt wird, ist eine Ermessensentscheidung der Bundesregierung. Im vorliegenden Fall
besteht die Besonderheit, dass Präsident Erdogan Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung erstattet hat. Die Frage, ob es sich bei den Äußerungen von Herrn Böhmermann um Satire oder schon um eine strafbare Beleidigung handelt, wird deshalb ohnehin von den Gerichten nach Recht und Gesetz entschieden. Und zwar unabhängig davon, ob die Strafverfolgungsermächtigung erteilt wird oder nicht. Zudem ist im Gegensatz zu allen anderen vorausgegangenen Fällen die besagte Äußerung von einem Journalisten in einer Satiresendung getätigt worden. Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit sind höchste Schutzgüter unserer Verfassung. Auch dies ist bei der Ermessensentscheidung der Bundesregierung zu berücksichtigen. Deshalb haben wir uns bei den Beratungen der Ressorts gegen die Erteilung einer Strafverfolgungsermächtigung ausgesprochen. Paragraph 103 Strafgesetzbuch wollen wir abschaffen. Die Sonderregelung der Beleidigung von ausländischen Staatsoberhäuptern ist aus der Zeit gefallen. Der Gedanke einer Majestätsbeleidigung passt nicht mehr in unser Strafrecht. Schönen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ja, natürlich kann die SPD da zumindest noch ein kleines Stückchen bei ihr Gesicht wahren, wobei sie das eigentlich nicht mehr braucht, weil ja jeder weiß, wie sich die SPD heutzutage so verhält. Aber ja, gibt es eigentlich wenig zu sagen. Aber du, ich baue jetzt schnell fertig auf. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vor dem Riss, bis nach uns. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Ja, herzlich willkommen, sind heute leider nicht so viele anwesend, was uns natürlich trotzdem nicht stört, hier vor der wunderschönen türkischen Botschaft, ein Denkmal für Erdogan, und ich gehe auch nachher darauf ein, in welcher Art und Weise darstellt. Es sind nicht so viele Leute da, was sich am Wetter liegt, am Regen liegt, denn eigentlich haben sich über Facebook und die entsprechenden Social Media mehr Menschen angemeldet. Ich stelle mich vor, mein Name ist Bruno Kramm, ich bin Landesvorsitzender der Piraten, Spitzenkandidat für die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Wir sind hier jetzt zum dritten Mal. Das Motto dieser Demo war immer, und ich werde gleich auch die Redner vorstellen, unser Motto: keine Macht dem Erdogan, Freiheit statt Erdogan. Dieses Motto wollen wir heute ein wenig umdeuten, denn es hat neue Aktualität bekommen. Wir nennen es heute: keine Macht dem Erdogan, Finger weg von Böhmermann. Das ist unser heutiges Motto. Und das Tragische an der Sache ist, bevor ich jetzt auf all die Aspekte eingehe, und wir haben viele Redner, die verschiedene Aspekte aufbereitet haben, denn es gibt natürlich eine Vielzahl von Gründen, warum wir hier demonstrieren sind. Es geht nicht nur um die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit in Deutschland. Es geht natürlich auch um die Menschenrechte in der Türkei. Wir als Piraten sagen immer von uns aus, wir sehen die Welt grenzenlos. Deswegen ist für uns auch immer klar, Refugees welcome, egal aus welchem Grunde sie auch immer kommen. Denn unsere Welt ist grenzenlos, so wie das Netz. Und so verlangen wir natürlich auch eine grenzenlose Freiheit für die Menschen. Und wenn Menschenrechtsverletzungen in einer Nachbarschaft wie der Türkei stattfinden, dann prangern wir das natürlich an. Wir prangern das natürlich in einem besonderen Maße an, wenn ein Deal mit diesem Land geschlossen wird, nur um sich selbst die Finger nicht schmutzig zu machen, in einer Debatte, die wirklich widerlich ist. Wenn wir uns ansehen, dass Amnesty International mittlerweile nachgewiesen hat, dass über 1000 Syrer ohne jedes rechtsstaatliche Mittel ausgewiesen wurden, darunter auch schwangere Frauen, darunter auch Kinder alleine, das tut die Türkei. Die Türkei tut noch viel mehr Menschen, denen in Afghanistan der sichere Tod droht, oder im Irak, in Pakistan, Menschen, die mit Folter und Verfolgung zu rechnen haben, die werden einfach ausgewiesen, abgeschoben, ohne jedes Verfahren. Das ist schon immer so. Aber mit diesem Erdogan wird ein Deal geschlossen. Dazu ist dieser Erdogan auch selbst in seinem eigenen Land jemand,
der jede Minderheit unterdrückt, der ein terroristisches Regime letztendlich gegenüber der Freiheit der Menschen aufgebaut haben. Kurdische Familien können sich nicht sicher sein, werden zu Tode gebombt in ihren Häusern. Frauen werden diskriminiert, Frauen, die sich nicht nach dem islamischen Rollenbild verstehen und hinterm Herd verschwinden, werden halt vergewaltigt. Das interessiert niemanden groß in der Türkei von heute. Dasselbe gilt für Künstler, dasselbe gilt für jede Form von Oppositionellen. Homosexuelle werden verfolgt. Ich selber bin Musiker und kenne viele Musiker, die sich heute nicht mehr bei Nacht aus dem Haus trauen, wenn sie gerade schwul sind, weil dann sind sie nun mal freiwillig für eine Hetzjagd des Bodensatzes, den Erdogan letztendlich so ermöglicht hat. Die Zensurbemühungen haben gezeigt, wie gefährlich Abhängigkeit von Erdogan ist. Der Intendant vom ZDF hat in Voraus einem Gehorsam gegenüber Regierungen trotz dem Grundgesetz des besonderen Schutz für Kunst und Satire gewährt, erstmal die Sache getilgt. Heute hat Kanzlerin Merkel nun mal gesagt, das Verfahren ist eröffnet. Was bedeutet das letztendlich in der Konsequenz? In der Konsequenz bedeutet das, dass sich Menschen, für die es immer eine Selbstverständlichkeit war, Künstler und Kreative, Satiriker, die immer wussten, dass das Grundgesetz ihnen einen besonderen Schutz gibt, diese Menschen sind sich heute nicht mehr sicher. Denn wenn ein Erdogan sie jederzeit verklagen kann, dann mag das im Falle eines Herrn Böhmermann für ihn kein großes Problem sein, denn er ist ja ein wohlhabender Mann, aber ein Satiriker, der sich's nicht leisten kann, hat Angst davor, in so eine Klage reingezogen zu werden. Und genau das hat letzten Endes die Regierung Merkel, so wie viele andere Dinge, zynisch in Kauf genommen. Über Diktatoren kann man eigentlich nur Witze machen und die Armseligkeit von Witzfiguren wie Erdogan als Satiriker und auch als normaler Bürger nur anprangern. Das fällt uns natürlich hier leicht vor der türkischen Botschaft, Witze über diesen Dienstherrn zu machen und über seinen treuen Vasallen, den Botschafter der Türkei hier. Uns allen muss nur eins bewusst sein. Würden wir in der Türkei so demonstrieren, dann wäre keiner von uns sich seines Lebens sicher. Und genau das ist einer der Gründe, warum wir hier demonstrieren. Denn die Menschen in der Türkei sollten genau dieselben Rechte zu haben, zu demonstrieren gegen so einen Despoten. Dann kommt natürlich dazu, es gibt ein Schmähgedicht, wo uns auch schon ganz klar gesagt wurde, dass wir das in der Form nicht vortragen dürfen. Wir werden es jetzt auch nicht im klassischen Sinne vortragen, sondern wir werden eine literarisch-politische Analyse des Ganzen machen, was natürlich gestattet ist und dazu natürlich auszugsweise zitieren. Über Diktatoren kann man nur Witze machen, die Armseligkeit überzeichnen, die außerhalb ihrer Machtsphäre nichts ist als ein Is-No-Gut, falls sich in dem Fall jemand an den Comic erinnert, ein lächerlicher, alternder Potentat, über den man nur noch sexistische Witze machen kann, wie Erdogan. Wenn Böhmermann sagt, Erdogan ist sackdoof, feige und verklemmt, sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner und würde selbst besser riechen als ein Schweinefurz, bezeichnet er letztendlich nur die Primitivität dieses Despoten. Wenn Böhmermann sagt, dass Erdogan am liebsten Minderheiten unterdrückt, Kurden tritt und Christen haut, ein Präsident voll und ganz mit kleinem Schwanz sei, pervers, verlaust und zoophil dieser Erdogan, dann unterstreicht er Erdogans Taten in ihrer Perversion. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, die Taten von Erdogan in der Türkei tun bei Weitem nicht nur so wenig weh wie unsere kleine Kritik oder unser Schmähen dieses Menschen. Diese Taten kosten Menschen Leben. Und die Verhältnismäßigkeit muss man sich auch mal bewusst machen. Wenn Böhmermann sagt, sein Kopf so leer wie seine Eier, der Star auf jeder Gangbang-Feier, bis der Schwanz beim Pinkeln brennt, dann ist Recep Erdogan der türkische Präsident. Er erniedrigt ihn satirisch und antwortet ihm auf dem einzigen Niveau, das Erdogan versteht.
Das Traurige ist, hier müsste jeder Angst haben, Leib und Leben fürchten, dass man aus einem Botschaftsgelände dann nicht erschossen wird. Die letzten Male hatte die Polizei ja sogar hier Absperren gebaut. Wir hatten diese Absperrung so verstanden, als dass man uns vor der türkischen Botschaft schützen möchte. Macht auch durchaus Sinn. Seit Januar, wie gesagt, schiebt laut Amnesty Tausende von Männern, Frauen, Kinder nach Syrien ab, ohne jedes rechtsstaatliche Verfahren. Es gibt, die Türkei ist sicher kein sicherer Drittstaat bei der Rechtsstaatlichkeit, die dort herrscht. Es ist mittlerweile ein Terrorregime, wo Menschen unterdrückt werden. Wir sagen ganz klar, bevor ich jetzt an die nächsten Redner übergebe, keine Macht dem Erdogan, Finger weg von Böhmermann, Freiheit statt Erdogan, Gerechtigkeit für Kurdistan, Schluss mit Unterdrückung, Zensur, Überwachung, Schluss mit dem Terror gegen Minderheiten. Wir werden hier jeden Freitag da sein und immer wieder das anprangern und auch jeden Freitag eine neue Analyse von Böhmermanns Gedicht abliefern. Erdogan, sei dir sicher. Simon Kowalewski, mein Kollege, stellvertretender Vorsitzender der Piraten Berlin und natürlich Mitglied des Abgeordnetenhauses. Ja, vielen Dank, Bruno. Und ich mache es wie beim letzten Mal auch schon kurz. Es ist soweit, heute ist der Tag. Die Bundeskanzlerin, die mit Gottes Hilfe ihren Amtseid auf das Grundgesetz geschworen hat, dass sie auch für sie so scheinbar nervige rechtsstaatliche Errungenschaften wie die Pressefreiheit verteidigen wird, hat grünes Licht für die Strafverfolgung von Jan Böhmermann wegen Majestätsbeleidigung gegeben. Ich nenne das jetzt absichtlich so, weil genau da kommt dieser Straftatbestand ja her. Und jetzt völlig egal, wie man zu Herrn Böhmermann oder zu seinem Gedicht, zu seinem Schmähgedicht steht, die Aussage ist klar. Die Pressefreiheit ist in Deutschland einfach nichts mehr wert, wenn jederzeit die Kanzlerin Journalistinnen und Journalisten zum Abschuss freigibt. Das hätte nicht passieren dürfen. Die Botschaft ist einfach, hier ist niemand mehr sicher. Zwar begründet Frau Merkel ihren Schritt damit, dass sie nicht in die Unabhängigkeit der Justiz eingreifen will. Aber einerseits sieht dieser Straftatbestand der Beleidigung von Organen anderer Staaten nicht ohne Grund die Freigabe der Strafverfolgung durch den Bundespräsidenten vor, damit ein Missbrauch, wie in diesem Fall passiert ist, ausgeschlossen ist. Andererseits kommt auch dieses Gesetz natürlich nicht aus der Luft. Es ist historisch überliefert. Es hätte längst weg sein müssen, finden wir. In einer freiheitlichen demokratischen Gesellschaft gibt es einfach keinen Platz mehr für ein solches Gesetz. Und dafür wäre der Bundestag verantwortlich gewesen. Und im Bundestag hat die Mehrheit in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland am längsten die CDU gehabt. Also letztlich genau die Partei, deren Vorsitzende Frau Merkel wiederum ist. Man merkt den Zirkelschluss an der Stelle. Und die CDU hat ja historisch auch Probleme mit der Pressefreiheit gehabt. Von der Spiegel-Affäre 1962 bis hin zum Vorwurf des Landesverrats gegenüber Netzpolitik.org letztes Jahr. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Herr Erdogan mit Verfahren vor deutschen Gerichten durchaus auch seine Erfahrung hat. Er wurde ja selber 2011 angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil seine Sicherheitsbehörden Unbewaffnete erschossen haben und weil die türkische Armee, die ja auch seinem Befehl untersteht, Giftgas benutzt hat, um angebliche militante Kurden auszuräuchern, sozusagen umzubringen. Das heißt, dieses Verfahren ist bisher, wie wir das mitgekriegt haben, komplett im Sande verlaufen. Da hat sich scheinbar niemand rangetraut. Wir werden sehen, was jetzt mit dem Verfahren gegen Jan Böhmermann passiert. Hoffentlich dasselbe. Ich bin die Türkin, Birkin, Mickey Maus und hol den Wasserwerfer gerne raus. Tränengas, das macht mir wahnsinnig Spaß. Die blöde Grube, die ist mir egal. Das ist Schicksal, passiert halt mal. Geht doch Ruhe, ich hör euch eh nicht zu. Als nächstes bitte ich die Lea hier vor zum Podium, die uns natürlich viel erzählen kann, gerade aus der Region, weil sie selber in der Region unterwegs war. Selber ist sie Piratin, war früher bei der Linken, ist jetzt beim Piraten und Aktivistin. Bitte schön, Lea. Danke, Bruno.
Ich möchte erstmal die noch angekommenen Demonstrantinnen und Demonstranten begrüßen. Es ist schön, dass ihr hier seid. Nach dem, was ich gehört habe, seid ihr größtenteils aus der Region im Shingalgebirge. Und wir haben wahrscheinlich aus der Presse viel gesehen, was dort passiert ist. Ich möchte auf die Einzelheiten des Schreckens gar nicht eingehen. Fakt ist, dass die Menschen aus Shingal, die in die Türkei fliehen, dort von A nach B geschoben werden. Sie bekommen in den offiziellen Camps keine staatliche Unterstützung. Das liegt daran, dass sie Jesiden sind, dass sie den falschen Glauben haben. Und wenn sie nicht konvertieren und sich dem staatlich verordneten Islam beugen, dann werden sie von der Hilfe ausgeschlossen. Es gibt Lager in Diyarbakir, ich war in einem davon, ich habe in den letzten Wochen schon davon berichtet, die von der HDP und von Ärzte ohne Grenzen geführt werden und ohne jegliche staatliche Hilfe die Leute sonst vollkommen sich selbst überlassen wären. Deswegen nur die HDP und nur Ärzte ohne Grenzen dort vor Ort Hilfe leisten. Das, was Deutschland bezahlt, kommt bei diesen Menschen nicht an. Und nun sollen diese Menschen also auch noch fürchten müssen, dass wir sie in die Türkei zurück abschieben. In die Türkei, ein Land, wie Bruno eben auch schon gesagt hat, nachdem Amnesty International nachgewiesen hat, dass die Türkei immer wieder Menschen in Kriegsländer abschiebt. Damit brechen wir auch deutsches Recht. Der Umgang mit der sogenannten Kurdenfrage war immer auch ein Gradmesser für den Zustand der Demokratie in der Türkei. Aktuell ist der Zustand wohl eher so, dass Erdogan die flüchtenden Menschen als Faustpfand hat und deswegen demokratische Lösungen nicht mehr für nötig erachtet. Deswegen bombardiert und attackiert er mit aller Härte und mit aller Grausamkeit in den kurdisch bewohnten Gebieten die Zivilbevölkerung. Ein kurzer Moment des Friedens in Diyarbakir, den durfte ich erleben, als ich kurz vor der Wahl dort war. Die ersten Ausgangssperren und die kriegerischen Auseinandersetzungen waren kurz eingestellt worden, damit die Wahl stattfinden konnte. Und für mich war es unglaublich zu beobachten, dass als Frau in einem Land des Mittleren Ostens, wo man gerade, wenn man auch noch ein wenig anders aussieht wie ich, doch eher schräg angeguckt wird und nicht so leicht abends einen Tee trinken kann. Und wenn man es dann doch tut, die einzige Frau im Café ist. Ich konnte dort abends ganz normal ausgehen. Und ich war nicht die einzige Frau im Café. Und was ich gespürt habe, war die unglaubliche Offenheit und die Toleranz der größtenteils kurdischen Bevölkerung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das war ein Bild von einem Café in Diyarbakir. Vielleicht könnt ihr das sehen. Tolerance. Das ist unglaublich für ein Land für ein Café im Mittleren Osten. So etwas wird man dort nicht sehen, mit einem christlichen und einem muslimischen Symbol und mit einem Peace-Zeichen, trotz alledem. Ich war in einem veganen Restaurant, dem ersten veganen Restaurant in Kurdistan, wie mir der Besitzer stolz erzählte. Auf der Speisekarte fand ich sogar jüdische Gerichte. Aber egal, wie weit der Arm von Erdogan nach Deutschland reicht und ganz gleich, wie sehr ihn unsere Bundesregierung dabei unterstützt, wir dürfen unseren Protest nicht nachlassen, denn unser Risiko ist verschwindend gering im Vergleich zu dem, was die Menschen in den kurdisch bewohnten Gebieten ertragen müssen, im Vergleich zu dem, was die Menschen aus Shingal ertragen müssen und mussten und im Vergleich zu der Lebensgefahr, in die sich die Menschen bringen, um endlich ins sichere Europa zu gelangen. Denn in der Türkei sind viele Menschen einfach nicht sicher. Die Türkei ist kein sicheres Nachbarland. Und wenn wir es zulassen, dass Europa in ein solches Land Menschen abschiebt, dann treten wir unsere eigenen Gesetze mit Füßen. Und das dürfen wir nicht zulassen, gerade wenn wir die europäische Idee immer noch als eine Idee des Friedens sehen. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Lea. Als nächstes würde ich den FC, den Franz Josef, wo ist er? Aus Bayern, aber nicht Franz Josef Strauß, sondern Franz Josef Schmidt bitten. Noch dazu Pirat. Ja, danke Bruno. Vielen Dank an alle, die hier gekommen seid. Die Lea hat es gerade gesagt, unser Protest muss weitergehen und darf nicht zum Erliegen kommen, solange die Ungerechtigkeiten weitergehen.
Wir müssen jede Woche aufs Neue, jeden Freitag hier stehen und protestieren. Denn Erdogans Repressalien gegen politische Opposition, die Presse- und Meinungsfreiheit und auch gegen die Menschen werden nicht irgendwie besser, sondern sie werden immer und immer schlimmer. Es ist traurige Gewissheit, dass Erdogan von den geflüchteten Menschen in seinem Land viele direkt nach Syrien in den Krieg zurück abschiebt und dafür von unserer Bundesregierung unterstützt wird. Frau Merkel, Ihre Entscheidung, die Grenzen Deutschlands zu öffnen, war menschlich und hat für viele Menschen Leid gelindert. Nun stürzen Sie diese Menschen zurück ins Elend. Familien, die mit Kindern aus der Kriegshölle entkommen sind, werden zurückgezwungen in Krieg und Verderben. Wie unmenschlich ist das, in diesen Zeiten dann über Satire und Gedichte zu reden, wenn Menschen da draußen sterben? Es ist verdammter Krieg, den Erdogan führt. Und jeden Tag aufs Neue werden Menschen gefoltert, bombardiert und getötet. Warum werden unsere Gerichte wegen Majestätsbeleidigung aktiv? Warum nicht gegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Ich komme gerade zurück von einer 5-tägigen Reise in die Türkei, nach Istanbul. Und habe dort viele Kolleginnen und Kollegen, ich bin Wissenschaftler, getroffen. Und die Menschen dort können nicht frei sein in ihrer Meinung. Wir haben das bereits gehört. Erdogan hat im Januar 27 Wissenschaftler verurteilen lassen, weil sie eine Petition unterzeichnet haben, um den Friedensprozess mit den Kurden wieder aufzunehmen. Er reagiert mit Verhaftungen auf den Wunsch nach Frieden. Wer sich um Frieden bemüht, wird von ihm als Terrorist dargestellt. Wie verblendet und entrückt muss man dann sein, um über den Rechtsanspruch von Gedichten zu reden. Schauen wir uns § 103 des Strafgesetzes doch mal an. Wer ein ausländisches Staatsoberhaupt oder den Leiter einer ausländischen diplomatischen Vertretung beleidigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft. Warum existiert so ein Paragraph bei uns? Auf meinen Reisen haben wir die Menschen in der Türkei geraten, dass wir Merkel hier in Deutschland wachrütteln müssen, dass sie sich ihrer eigenen Verantwortung als Kanzlerin in Deutschland bewusst wird und sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt, wie bei uns Recht zu beugen und zu sprechen ist. Es ist gar nicht Aufgabe der Regierung, über die Strafprozesse zu reden. Dafür haben wir doch die Gewaltenteilung. Erdogan gefährdet nicht nur unsere Meinungsfreiheit, sondern diese über Jahrhunderte erkämpfte Gewaltenteilung, nicht nur in der Türkei, sondern in ganz Europa. Was definiert Majestätsbeleidigung? Warum soll jemand, der ein ausländisches Staatsoberhaupt beleidigt, ins Gefängnis? Sind es nicht gerade die Oberhäupter von Staaten, von denen ich erwarten würde, dass sie die Größe haben müssten, Kraft ihres Amtes und ihrer Verantwortung über Beleidigungen drüber zu stehen? Erdogan, wenn du nicht drauf klarkommst, dass dich jemand beleidigt, dann bist du im Geiste klein und in der Überzeugung deiner selbst ein Schwächling. Wahre Größe macht sich nichts aus Beleidigung. Liebe Politikerinnen und Politiker, streicht diesen Paragraph 103 aus unseren Gesetzesbüchern. Wenn heutzutage überhaupt jemand beleidigt werden sollte, wenn es überhaupt jemanden gibt, über den irgendwelche Beleidigungen existieren dürften, dann sind es in meinen Augen die machtbesessenen Staatsoberhäupter und nur die, die es verdient hätten. Schaut euch nicht die Satire an, schaut euch das Unrecht an, das von diesen Staatsoberhäuptern begangen wird. Und wenn es ein Unrecht gibt, dann will ich, dass ausländische Staatsoberhäupter, und dazu zählt auch Erdogan, für ihre Verbrechen im Ausland bei uns vor Gericht gehen und nicht Böhmermann. Dafür brauchen wir Gesetze. Während Menschen sterben, werden schnöde Beleidigungen zum Verbrechen erklärt. Freiheit für Böhmermann und keine Macht dem Erdogan. Gerade wurden 11 Mitglieder der kommunistischen Partei in der Türkei zu 11 Monaten Haft verurteilt, weil ihr Programm Erdogan beleidigt. Opposition zu sein, politische Opposition zu sein, wird also zur Beleidigung erklärt in der Türkei. Wenn Böhmermann ein Strafverfahren kriegen soll, dann will ich auch eins. Denn ich bin Opposition und demnach habe ich Erdogan auch beleidigt. Die Türkei selbst will gegen Böhmermann vorgehen.
Und statt dass sich unsere Regierung hier hinter Ihnen stellt, hinter Böhmermann stellt, stimmt Merkel nun dem Strafverfahren zu. Lasst uns endlich die Gesetzesbücher modern umschreiben, in Abwägung dessen, was verfassungsgemäße Menschenrechte bedeuten. Streichen wir die Majestätsbeleidigung, wie sie im Mittelalter und in der Kaiserzeit geahndet wurden. Sie tut niemandem weh und nimmt niemandem etwas weg. Im Gegensatz zur Politik dieser ausländischen, deutschen Despoten, Diktatoren, die auf den Menschenrechten herumreiten. Solange es unsere Regierung nicht schafft, himmelschreiende Ungerechtigkeiten zu beseitigen und damit diese menschenverachtende Ausbeutung von weiteren Minderheiten noch unterstützt, werden wir mit unseren Demonstrationen weitermachen auf dem Weg zu einer friedlichen Revolution. Denn Freiheit für Böhmermann und keine Macht dem Erdogan. Ja, bevor ich den nächsten Redner ankündige, noch einmal ganz kurz, um klarzumachen, falls sich der Dienstherr dieses Hauses hier erwartet oder erhofft, dass wir nicht wiederkommen, weil vielleicht heute zu wenig Leute da sind. Nein, wir werden jeden Freitag hier um 17 Uhr stehen. Wir werden hier stehen, egal ob so ein medial aufbereitetes Thema wie Böhmermann mit der Satire stattfindet oder ob man wieder zum Tagesgeschäft in der EU übergegangen ist, so tut, als wäre man eine sehr menschenrechtsbewahrende EU und im Endeffekt an den Außengrenzen eine neue Drittstaatenregelung für einen Terrorstaat wie die Türkei hat, die dann letztendlich die schmutzigen Geschäfte für uns erledigt. Solange das stattfindet, solange Menschen abgeschoben werden über die Türkei, solange ein schmutziger Deal von guten und schlechten Syrern, die aus Griechenland in die Türkei geschafft werden, so nach dem Motto, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen und letztendlich sich dafür nur einer bezahlen lässt und zwar doppelt. Einmal Erdogan von der EU mit Milliarden und dann natürlich mit Bestechungen von Menschen, die alles geben, nur damit sie nach Deutschland kommen. Natürlich lässt sich in einem korrupten System wie im System von Erdogan bestechen und schauen, wie man mit Geld dann doch schafft, als Syrer nach Europa zu kommen. So ein Europa wollen wir nicht. Wir sind ein Europa, das Refugees willkommen heißt. Wir sind ein Europa der offenen Arme. Und solange wir mit einem Terrorstaat wie der Türkei zusammenarbeitet, die Menschenrechte verletzt, die Minderheiten niederprügelt, die Frauen behandelt wie im Mittelalter, solange werden wir hier wiederkommen. Und jeder ihrer Gäste, der in dieser Botschaft, in dieser wunderschönen modernen Botschaft ein- und ausgeht, soll genau hören, was wir zu sagen haben und ihr Saubermann-Image beschädigen. Denn die Türkei ist nichts anderes als ein Terrorregime. Und jetzt würde ich den lieben Marcili Kronberg bitten, noch ein paar Worte zu sagen. Ja, ich bin, glaube ich, der einzige Nicht-Pirat. Ich bin Autor, Lebensgefährte von Lea. Bis zum Sommer letzten Jahres habe ich noch nicht viel gewusst von den Konflikten in der Türkei. Erst als Lea begann, sich mit diesem Thema zu widmen, weckte dies auch mein Interesse. Ich kann heute noch nicht von mir sagen, die Hintergründe genau zu verstehen, aber ich frage mich immer, was ist die Motivation und warum tut jemand etwas? Und wenn man die Beweggründe von Menschen kennt, Liebe, Zorn, Bequemlichkeit, Angst, Stolz und so weiter, dann lernt man viel zu verstehen. Doch wenn ich in den Süden der Türkei sehe, dann verstehe ich viele Dinge nicht mehr.
Wenn ich die Bilder aus Cesre sehe, die zerstörte Stadt, dann verstehe ich viele Bilder nicht mehr. Wenn ich die Bilder aus Diyarbakir sehe, die zerschossene Moschee, die Bilder der Altstadt, dann verstehe ich das alles nicht mehr. Und wenn ich dann höre von Journalisten, die in der Türkei eingeschüchtert und sogar inhaftiert werden, weil sie davon berichten, dann verstehe ich das als recht nicht mehr. Oder wenn ich von kurdischen Aktivisten höre, von denen man nie wieder etwas hört, dann verstehe ich das alles nicht mehr, was derzeit in der Türkei vorgeht. Aber eines weiß ich, wir können dazu nicht mehr schweigen. Wir können nicht mehr schweigen, weil die Türkei für uns, gerade für Europa, ein sehr wichtiges Land ist. Weil die Türkei gerade mit uns Deutschen schon lange eng verbunden ist. Weil die Türkei ein großes, ein wichtiges Land ist, mit einer stolzen Tradition und weil sie echte Freunde verdient hat. Freunde, die gerade dann die Finger in die Wunden legen, wenn es wehtut. Und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Doch im Moment sind wir Deutschen, vor allem unsere Regierung, keine echten Freunde mehr. Die Situation unserer beiden Länder erinnert in gewisser Hinsicht an die Situation vor etwa 100 Jahren. Damals waren Deutschland und die Türkei Bündnispartner im Ersten Weltkrieg. Wir wissen heute, welchem Verbrechen die jungtürkische Regierung sich damals schuldig machte, als sie ganze Landstriche von der christlichen, armenischen Bevölkerung säuberte. Was nur wenige wissen ist, wie groß die deutsche Mitschuld daran ist. Paul Graf Wolf Metternich war damals deutscher Botschafter in der Türkei. Später sagte er rückblickend auf das Jahr 1915, was die Türken leisteten, war unser Werk, waren unsere Offiziere, unsere Geschütze, unser Geld. Um in der Armenier-Frage Erfolg zu haben, hätten wir der türkischen Regierung Konsequenzen androhen müssen. Unsere Ermahnungen hatten bis dahin mehr verärgert als genützt. Ich warnte damals, wagen wir aus militärischen Gründen kein festeres Auftreten, bleibt nichts übrig als zuzusehen, wie unser Bündnisgenosse weiter massakriert. Der damalige Reichskanzler Hollweg lehnte eine Änderung des deutschen Türkei-Kurses jedoch strikt ab. Später sagte er, unser einziges Ziel war, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Stelle zu haben, an unserer Seite zu haben. Die Zahl der mit unbeschreiblicher Grausamkeit getöteten Armenier wird heute auf 1,5 Millionen geschätzt. Wir können heutigen Politikern natürlich keine Schuld daran anlasten. Was wir ihnen aber vorwerfen können, ist, keine einzige Lehre daraus gezogen zu haben, verantwortungslos zu handeln und damit Menschen Macht zu geben, in deren Händen Macht zum Schrecken für andere Völker wird. Am 22. August 1939, wenige Tage vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, begründete ein anderer Reichskanzler Deutschlands in einer geheimen Rede vor Oberkommandierenden seines Heeres, warum er nicht vor der Vernichtung polnischer Männer, Frauen und Kinder zurückschrecken wird, mit folgenden Worten. Wer redet denn heute noch von der Vernichtung der Armenier? Es war Adolf Hitler, der das sagte. Bis heute geht die türkische Regierung gegen jeden vor, der das Abschlachten der Armenier im Jahr 1915 als Völkermord bezeichnet. Mehr noch, die Geschichte wird umgeschrieben. Im Jahr 1999 entstand in der türkischen Stadt Izdir ein Denkmal, das Völkermorddenkmal. Dort wird aber nicht dem Völkermord an den Armeniern gedacht, es ist umgekehrt und es verschlägt einem fast die Sprache, der sich
mit den historischen Hintergründen befasst. Es ist ein Denkmal für den angeblichen Völkermord, den die armenische Minderheit des Osmanischen Reiches an den Türken begangen haben soll. 2006 entstand als Antwort darauf im Osten der Türkei ein weiteres Denkmal, genannt İncirlik Abideci, Denkmal der Menschlichkeit. Die 30 Meter hohe Skulptur symbolisierte einen geteilten Menschen, der seinem geteilten Gegenüber zum Feind gemacht worden ist. Der Schöpfer meinte damit Türken und Armenier. Einer dieser symbolisch dargestellten Menschen sei sich der historisch unversöhnlichen Situation bewusst geworden und streckt seinem Gegenüber die Hand aus. Diese ausgestreckte Hand zwischen den zwei 30 Meter hohen Teilen symbolisiert die Einladung zur Menschlichkeit und zur Versöhnung. 2011, 6 Jahre nach Errichtung, wurde das Denkmal der Menschlichkeit wieder abgerissen. Aufgrund einer Anordnung des damaligen türkischen Ministerpräsidenten. Für den war dieses Denkmal für Menschlichkeit eine, er nannte es, Monstrosität. Und nach allem, was ich erfahren habe, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, über die Türkei, über die Armenier, über die Kurden, nach all dem kann ich mir kein bildlicheres Symbol dafür vorstellen, was der damalige türkische Ministerpräsident, der heute Präsident der Türkei ist, von Menschlichkeit hält, von Aussöhnung, von Gerechtigkeit. Für ihn sind es Monstrositäten. Und deshalb reißt er sie ab, all die Werte, für die Generationen auch in der Türkei gekämpft haben. Er reißt sie einfach ab. Und unsere Regierung schweigt dazu, weil die Türkei ein strategisch wichtiger Partner ist. Und wenn es nach Erdogan gänge, dann säße sogar der große Atatürk im Gefängnis. Am 24. April 1923 verurteilte dieser vor dem türkischen Parlament die Vernichtung der Armenier als Schandtat. Irgendwann werden auch die Schandtaten verurteilt werden, die der heutige türkische Machtapparat gegen die Kurden begeht. Doch das müssen die türkischen Bürger selbst in die Hand nehmen. Wir hingegen werden die Mitschuld unserer Bundesregierung verfolgen, die die Schandtaten durch ihre Unterstützung erst ermöglichte. Die Aufarbeitung wird aber keine Verurteilung der Türkei oder gar der Türken sein. Es wird ihre Befreiung sein. Danke. Nach den sehr nachdenklichen Worten von Marsili, wir werden nächsten Freitag hier wieder um 17 Uhr sein, wie versprochen. Wir werden auch wie versprochen eine weitere neue literarisch-künstlerische Aufarbeitung mit dem Schmähgedicht anfangen. Es gibt dazu ja viele, viele Sichtweisen, deshalb, wir werden das jeden Freitag hier in dieser Form wieder aufführen und freuen uns schon das nächste Mal, hier Menschen zu begrüßen zu Keine Macht, dem Erdogan, Finger weg vom Böhmermann, Frieden, Freiheit statt Erdogan, Frieden, Freiheit für Kurdistan. Dankeschön, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.